Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Tales of Berseria. Ich bin Hube und freue mich schon auf diese Session, weil ich wieder extrem lange nicht gespielt habe. Das Erste, was wir wieder machen wollen, ist unsere Expedition immer zurückzuholen. Kann auch immer gut sein, heute tatsächlich, dass ich irgendwie mal kurz Pause machen muss. Frau und eins der Kinder sind noch wach. Perfekt. Super, Eleanor. Vielen Dank. Bilderbuch der müden Prinzessin erhalten. Piratenflagge. Barracuda Crew. Beste Sache. Wir machen das auf jeden Fall nochmal. Und überlegen, was gerade so Stand der Dinge war. Ich hab's echt voll verpeilt. Ja, das Coole ist, wir können ja immer ein bisschen nachfragen. Guter Vorschlag. Oh, cool. Das hat doch schon mal geholfen. Mussten wir raus? Also so ganz raus? Fragezeichen. Guck mal, was passiert denn, wenn wir... wo ist denn das? Ach ja, geht zur Hochsicherheitszelle. Ja. Genau, da waren wir nur kurz rausgegangen, um halt speichern zu können, weil da der Speicherpunkt war. Tyrion, wir haben festgestellt, dass wir ja einer sind, also Velvet. Wir. Eine Frau. Cool. Und genau. Warum wollten wir denn nochmal zum Erdimpulspunkt? Wir werden es zum Glück herausfinden, sobald wir da angekommen sind. Blöderweise weiß ich natürlich nicht so ganz, wie wir da hinkommen. Ja. Frage ist, hier gibt es auch keine so Teleport-Dinger, ne? Na, erstmal hoffen wir darauf, dass das vom Weg her passen wird. Ich muss echt irgendwann mal versuchen, zumindest diesen Zellentrakt hier mir einigermaßen einzuprägen. Scheint ja jetzt wirklich deren quasi Headquarter zu werden. So für zukünftige Missions, dies, das. Ich glaube, der Weg ist ja aber auch relativ eindeutig. Viel anders können wir nicht laufen. Und das Schöne ist, wir gehen immer runter. Und runter ist erstmal gut, wenn wir im Erdgeschoss sind und nach U2 müssen. 206, das heißt, wir könnten nochmal wieder eine Katztruhe aufmachen. Vorausgesetzt, wir hätten irgendwo eine, die noch geschlossen ist. Wie geht's euch sonst so, Leute? Ich muss sagen, okay, das war eindeutig der falsche Weg. Aber dafür haben wir hier so ein bisschen was an Ausrüstungs- bzw. Angriff verbessernden Sachen. Boah, wie belastend. Vor allen Dingen, das ist auch keine Abkürzung oder so, ne? Es ist jetzt original der falsche Weg gewesen. Das ist ja bescheiden, ey. Boah, ich krieg mich nicht mehr ein. Das kann ich auf den Tod nicht ab. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt hier reingehen, dann... Oh, belastend. Ist doch nicht eindeutig. Super, super. Dann gäbe es da sicherlich auch keinen Shortcut irgendwo hin. Oh, wie blöd. Ey, das in Kombination mit keinem Teleportpunkt missfällt mir gerade ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Ja, vor allen Dingen, wir können natürlich in diese Höhlendinger reingehen, ne? Aber ich erinnere mich halt leider echt null, was so diese ganzen Wege und so angeht. Ich will mich eigentlich gerade gänzlich verarschen. Da geht's ja wieder hoch. Oh, wow. Bitter. Echt, echt bitter gerade hier alles. Kamen wir von da? Ich habe es mir voll nicht gemerkt. Aber sowas von voll, voll nicht. Wir werden wahrscheinlich von da gekommen sein. Wow. Diese Wegverlängerungsspiralen, ey. Sind wir von hier gekommen? Es sieht für mich auch alles gleich aus, ne? Kommt halt echt dazu. Wow.
Da ist halt echt meine Orientierung ein unfassbar großes Ärgernis, ne? Sind wir gleich wieder draußen? Ich dreh durch. Ja, super. Willkommen, wo wir angefangen haben. Ey, so ein Bullshit. So ein verkackter Bullshit. Ja, was soll ich sagen? Das könnte der richtige Weg sein, mit etwas Glück. Hier geht's aber auch wieder hoch, ne? Ich raste gleich hardcore aus. Es ist nicht der richtige Weg. Warum macht ihr das? So eine Scheiße. Ehrlich, einfach kleine Teleporter hinbauen, ne? Ich bin am Anfang, ich bin in der Mitte, ich bin in diesem Zellentrakt. Aber nö. Stattdessen macht man halt, wie gesagt, irgendwelche verkackten Wege, die man gehen muss. Naja, so bleibt mir vielleicht ein bisschen Zeit, zu erzählen, in Anführungsstrichen. Jetzt würde ich dann aber doch hier hochgehen erstmal. Hoch kann nicht richtig sein, wenn wir UG müssen, ne? Es kann nicht richtig sein. Boah, ey, das ist halt das Problem, ey. Wenn du mal 2 Wochen auch wieder nicht zockst, ne? Bist du halt voll raus. Also ich sag mal, selbst wenn ich das jetzt vor einer Woche gespielt hätte, wären die Wege halt einfach nicht mehr drin. Aber dann halt echt über Wochen dann nicht zu zocken, killt dich halt hardcore. Es macht dich einfach tot, was so eine Sachen angeht. Das war jetzt wieder falsch, glaube ich. Wir gehen mal da jetzt rein. Weil wir dann ja entsprechend zu dieser Höhle da kommen müssten. Im südlichen Bereich. Außerdem gehen wir runter, das ist nicht verkehrt. Ja, hier die Typen, an denen sind wir vorher nicht vorbeigelaufen, ist auch schon mal ganz gut. Cool. Ja, das wird sein. Das ist richtig. Boah, aber was ein Code. Was ein Code, ey. Jetzt ist hier halt auch wieder mehrere Wege möglich. Führt das nach unten? Ja. Okay, ich werde versuchen, mich an diesen Dingern da zu halten, die halt Höhlenausgänge sind quasi. U1. Geht's da wieder hoch? Schätzungsweise geht's da gleich wieder irgendwo runter. Ja, Kind 2 wächst und gedeiht. Das ist für einen Vater natürlich irgendwie immer so das Zentrale, das Wichtige, dass es beiden Kindern gut geht, wenn man 2 hat. Bei einem, wenn man 1 hat, 3. Ihr kennt das Spiel. Ja, Gott sei Dank, wir sind gleich da. Ja, meiner Frau geht's gut. Happy Wife, Happy Life. Von dem her müsste es jetzt eigentlich nur noch euch gut gehen und dann ist alles cool. Rein da. Hochsicherheitszelle, bist du hier? Bist du? そして地脈点は地脈が集中している場所のこと。そうだ。カノヌシは地脈を利用して汚れを喰らい、覚醒しようとしている。お前は地脈を感じる力に長けているようだ。ある程度近づけば地脈点の位置を。近づかなくても感じたんだ。昨日ここに来た時、ずっと先にもここと同じ場所があるって。地脈を通じて離れた地脈点を探知できるのか。多分どこまでやれるか、クーマがいるかどうかはわからないけど。それでも重要な手がかりよ。お願い、試してみて。Das ist eine aktuell sehr, sehr hilfreiche Fähigkeit. Wow, diese komische Kompassnadel hat auch einfach keine Ahnung, wo sie hin möchte. はっきり感じた。地脈点は何十個もあるけど、
特に大きいのをいくつか見つけたよ。大きさまで感じ取れるのか。うん、ナイス。この島の地脈点も他より大きいみたい。同じくらいのが東と南東の方にもある。多分虫がいたワーグジュリンとパラミデスの場所だと思う。だとすると大きな地脈点のどれかにクーマがいる確率が高いわね。残るクーマは3体。数が絞り込めれば総当たりもできますね。だな。お手柄だぞ、ライフセット。いやはや大したもんじゃわ。やはり棒はただものではなさすぎるの。そんなことないや。Oh, das ist schüchtern, der Pimpf. Zen wa isoge desu. Kuma sagashi no junbi o shimashou. Washira wa zenzen zen janai ga no. Und das kleine Mädchen hat jetzt Bock auf große Waffen, oder was? Katana ga yoain janakute. Anta ga baka mitai ni katai dake daro. いや、俺を切れないようでは話にならん。もっと硬い素材で硬い刀を打たねば。オリハルコンを試したいが、さすがに夢物語か。オリハルコンってこの世で一番硬い金属だよね。太古の遺跡でごく稀に発掘されるレアメタルだな。俺も欠片は見たことがあるが、刀を打てるほどの塊は聞いたこともない。いや、200年ほど前ある古代遺跡でオリハルコンの塊が発掘されたという噂があった。だが運んでいた船が嵐で沈んでしまったと。Klingt nach Suchen。地の底から海の底へか。沈没船か。海の底の財宝とか船乗りのロマンだよね。場所が分かれば引き上げられるんじゃないか。船乗りも全員沈んだ。場所も知るものはない。そもそも何百年も昔の噂だ。当てにはできん。かまにしそう。そうだ。ないものねだりしても仕方がない。きっと別にいい材料があるさ。ダイルのくせにまともなことを言う。ダイルのくせにとはなんだよ。ダイルのくせに怒ってる。その使い方はおかしいだろう、モアナ。モアナのくせにおかしいかな。Okay, das war jetzt ein bisschen zu viel Lavi-Davi. 目的はここと似た大きさの地脈点。タイタニアから近い順に調べるわよ。方角はどっち？ Süden, hat er doch gesagt. それなら西の方角に一つあるよ。わかった。しっかり案内頼むわよ。うん。What? Okay, ist wie es ist. Weh, hier geht's nicht raus. Doch, hier geht's raus. Das habe ich mir gemerkt. Also gut. Erst einmal hier anhören und dann zu Benwick. Seriunga, kono shima o kango. Shima shuhen ni wa hayai kaiyu ga ikutsu mo nagare kondeite, kiri mo yoku demasu shi.嵐も頻繁に。ああ、この島への出入りには高度な海洋知識と。俺たちは副長の呪いのおかげで鍛えられてますから。俺たちが脱走した時も嵐がすごかった。なのに今思うとよっぽど悪運が強かった。Ich glaube, auf hoher See braucht man Glück. Ja, es ist so schön. Auf hoher See und vor Gericht ist man so wie in den Armen von Gott. 副長から聞いてるよ。地脈点とかいうのを出航準備はできてるぜ。出航。Yes。Das hätte ich nicht angesprochen。Okay。Die Segel sind auch heftig。ここが地脈点だよ。見渡す限りの大海原じゃな。地脈点は海の底かい？世界の大半は海だ。海底にある地脈点も多い。いくら清涼でも海底にクーマを捕まえておくのは難しいですね。ここは外れみたいね。いや、虫クーマがいたんだ。魚
ちょっと待って、これ奥の手を使って調べてみるか。奥の手？これだ。え？なんだその。これは藤林の船竿だぞ。ああ。長さ900三寸の一本竿。材は5年ものの伊賀栗だけ。生き物のごとく粘るシブロクの同調子に。 オッケー、クール。で、と一体化するような握りの巻き具合。そして、ロイロウルシの品格ある仕上げ。いや。文句のつけようのない名鑑だ。そういうことではなく、クーマ相手になぜ釣りなのかと。いや、忘れるな。はい。ちょっと釣りなんてしてる場合じゃない。まあ、やってみようぜ。ちょうど腹も減ったし。 Er hat so viel Pech, dass Santerion angelt, schon klar. Ich verstehe. Warum sollte sie? じゃあ私と一緒に。じゃあ私が教えてあげますよ。エレノアは釣りできるんだ。ええ、子供の頃同じ村のテネブおじさんが教えてくれたんです。トリエット土壌を100匹釣ったこともあります。おい、100匹、すごい。仲がいいな。器とかじゃなくて兄弟みたいだ。エレノア面倒見がいいからな。大事な棒を取られてしまうやもしれんぞ。 ライフセット。まず仕掛けを作りましょう。針に糸をこう結んで。ちょっと覚えてしまえば目をつぶってもできるようになりますよ。わかった。やってみる。ああ。タフィー。僕。 Flashback。気をつけなさいよ。海に落ちないように。そんなに子供じゃないよ。ラフィーは落ちたのよ、昔。ラフィーってベルベットの弟のこと？そうよ。さっきのはうっかり間違っただけ。Sollte sie ständig an ihn erinnern? それだけ。じゃあ、僕はエレノアと釣るから。 Oh, ist eifersüchtig. Ah, Belbet. So eine Ihre Autorität wird hart untergraben. Nix böser Dämon. Hey, zur Luffy gehen wir als letztes. Als Köder benutzt, super. サカナをめでたいのならば、釣ろうなどと考えなく、どんなに美味しい餌をぶら下げようと、針にかかった魚はのたう。魚をめでる趣味はないわ。どうかんじゃ。刺身に煮付けにしよう。食い物と割り切れば、の。 Naja, Todeskampf und Schönheit sind für mich so konträr. どっちが大物を釣れるか。くだらん。釣りは己と戦うものだ。ああ、ガンチとはいえ、この竿を試してみた。ああ、わかる。俺もいっそ、いい道具とは、血を。お、俺の場合は、血を。どっちも血の毛多すぎ。何にせよ、どうせ釣るなら勝負した方がいいだろう。相手結果は見えている。 Absolute Jungs. Finde ich gut. Wettstreit ist so eine Jungs-Sache. Ganz offensichtlich. テネブおじさんって変わった。ええ、釣りをしながら
不思議なことを言って笑わせるんです。どんな？意味はわからないけど面白いんですよ。ハリトパパほらほら。本当だ。なんか笑っちゃうね。楽しそうね。ベルベット。仕掛けが準備できたぜ。そう。クジラだって一本釣りできる最強の。あとは腕次第。頑張って釣ってくれよね。クーマをね。やってやるわよ。みんな目的を忘れてるみたいだし。Es wäre interessant, wie man dann gegen ihn kämpft. Ereno, hinter! Assera nicht! Zuri war Kraft, ja nicht Typ. Kurzo! Oh! Kühlschrank des Sashimi nicht hier! Kuma, das war Kurosha Dameo! Ima des! Stimmt, da ist immer das Ding mit nicht töten. Arano Tashini war Narana. Was ist denn das? Demo. ライフセットに似合いそうですよ。名案じゃ。棒だけの個性が出るかもしれんぞ。僕だけの個性。やっぱり似合う。OK。そうか。グッと個性。クーマ釣りを続けるわよ。Besser ist das。ライフセット、そんなに根を詰めないでも。クーマを釣らなきゃ。そしたら、ベルベットは。いや、das muss echt an ihm nagen。愚痴るな。思い通りに行かないのが釣りと人生だ。釣れないな。あ、私の方に来ました。ね。Also es wird nicht der Dings sein hier.Ziehen jetzt ständig irgendwelche lächerlichen Accessoires raus. Oh. Es hat sich wie so ein Kind, das sich abkapseln möchte. Er wird gleich aussehen wie ein Clown.Natürlich. Oho, masa ni kosei no katamari. Omae. Ne. Dou shitan desu ka? Okashii wa yo. Yamete yo. Belbetto ni nani ga wakaru no? Wakaru wa yo. Sonna henna kakko. Wakaru no wa Luffy no koto desho? Früher oder später musste das mal passieren.ベルベット、お前の竿が引いてるぞ。え、あ、でかいぞ。マグスパント。気合を入れ。わかってるわよ。Ach, du ahnst es nicht。これは確かに大物だが。ズボですね。ユフ。なんでこんなものが。Wahrscheinlich ist das tatsächlich der Tyrion oder so. Jo, moin. Jo. Ach ne, das sind diese normalen Viechgegner da. Ah, guck mal, hätte ich gar nicht mehr gedacht. Jetzt sind wir damit gerechnet, dass wir hier doch nochmal kämpfen in der Folge. Bumm. Bumm. Zu spät.Jupiter-Tasche. Naja, das war halt easy peasy. Bekristo. Ayashii mono ni ukatsu ni chikazuicha dame yo. Luffy dattara chikazukanakatta. Oh, jetzt ist gut. Sonna koto itte nai desho? Na gut, er ist ein Kind. Also. Oi, mada nanka haitteru zo? Schlocker der Tyrion. Boah, Alter.Holy crap, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Davon werde ich nach die Nacht träumen. Danke. Alter. Was ein creepy Code, ey.
Was kommt denn da noch alles raus, bitte? Der Beschwörungskrug. Aha. 200年前の第二戦国期に失われてしまった伝説の壺だ。オッケー。ホノカに匂い立つ色気。誘うように事故を主張しつつ。アイゼン、またですか。いや、わかった。全く理解できんが、男にはよくあることじゃよ。Schuldig。何より、現在は出電した模糊の冬が醸し出す景色を今にも動き出しそうな躍動感を。Tut's wahrscheinlich auch gleich. Ich muss mich mal anstöppeln. Oh, verdammt. Schaut mal, on the fly. Verdammt. Ja. Alles cool. Eleanor regelt das. Und ich misch auch mal mit. Ah, blöd. Okay, alles ist schwach. Oh cool, irgendeiner hat ihn gestunt. Das ist natürlich geil. Oh verdammt. Ich verliere nur noch einen, ey. Das ist immer so bitter dann. Wow. Oh, sehr gut. Und er hat ihn mir gleich wieder genommen. Das ist doch belastend. Okay, dieser Schwungtritt gibt gerne mal einen Powertreffer ab. Ich bin super useless mal wieder in diesem Bossfight hier. Okay, ich habe ein bisschen Gapte verpasst. Sehr gut. Wow. Alter, 700. Ich hab grad so ein bisschen auf die anderen noch achten müssen. Ob die denn noch leben oder halt nicht. Cool. Wow, okay, der saß. Der war richtig gut. Okay, ich sollte meinen Skill mal einsetzen, ich Idiot. Okay. So, jetzt holen wir ihn uns. Der war schön. Sehr gut. Oh oh, gar nicht gut. Und heilen. Ich bin gleich sowas von tot. Heile mich, wer auch immer. Dankeschön. Der Boy hat es aber auch echt gut auf mich abgesehen, ne? Das muss man ja schon sagen. Komm schon. Danke. Wenn das jetzt noch killt, ne? Dann bin ich richtig gut. Verdammt. Egal. Er ist tot. Ah, so ein bisschen zu kurz, ey. Echt schade. Aber in dem Bossfight war ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Azeritis Wanderschmieds. Ich habe aber auch sehr vorsichtig gekämpft, wie man gesehen hat. Hört die Maximalstufe für das Aufwerten von Objekten auf 6. Cool. Und das kriegt man einfach hier? War das jetzt alles? Warte!
結局じゃな。いるなら死神の呪いで引っかかるはずじゃ。なや、das war auch schon sehr verflucht gerade, ne? 変なも。トラブルが当たり前で忘れてたわ。慣れたは怖いの。僕の力。そうね。でも、あんたはこれくらいで諦めるやつじゃない。おー、だ baut sie ihn auf。そうでしょ、フィー。フィー？フィーって。Ja, so hat sie ihren Bruder nicht genannt。特に意味なんてないけど。あんたは、あんただから。おー。ベルベット。フィー。なかなか個性的な相性じゃな。ないや。諦めるならやめてもいいけど。やだ。次の地脈点を探す。壺の中にまだ何かあるぞ。Natürlich. Oh, das ist bestimmt Orihalkos. この輝きはオリハルコン。ここが黒金が言っていた輸送船が沈んだ場所だったのか。やった！これを黒金に渡せばオリハルコンの太刀ができるかもしれん。ウィヴェラダシミードがね、そのあとアイゼン、ライフセット。大変でしたが無駄足じゃなかったですね。私も久しぶりに釣りができて楽しかったし僕もオッケー、面白かった。わしもじゃ。特に某の個性的な噴水。Ja gut. Ein kleiner Angeltrip. Oh verdammt. Ja, wie die da segeln, das kriegen wir schon hin. Da, hast du Orihalkos. Bunker oder mach was draus. Whatever. Aber ich habe ja gesagt, das wird jetzt Headquarter, Basis und von hier aus, wow, macht man ganz viele Sachen. Ach, guck mal, hier hat man tatsächlich behalten dürfen. Das hat doch was. Takoyaki. Naja, gut. Da unsere Expedition wieder zurück ist, werde ich an dieser Stelle gleich... Oh Gott, ist das der falsche Weg? Ehrlich? Ehrlich? Nee. Wir ziehen das durch. Das ist einfach, weil ich keinen Bock habe. Ja, nee, pass auf. Pass up. Pass up. Ist da draußen Speicherpunkt? Müsste es ja fast sein. So, da bin ich nämlich ganz instinktiv zurückgelaufen, weil zurück ja meistens irgendein Speicherpunkt ist. Aber er ist hier. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte liken, teilen und uns gerne abonnieren, wenn ihr mehr sehen wollt. Vielen Dank auch dafür. Bis dahin. Ciao.